Servus, ich bin Sarah. In unserer Reihe Partner der Natur zeige ich euch in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jagdverband, wie Jäger und Landwirte im täglichen Leben Hand in Hand zusammenarbeiten, für unser Wild und für die Natur. Heute bin ich bei Hans Laumer, er ist Wildtier-Lebensraumberater. Zusammen mit ihm besuche ich den Pöschelhof in Zandt, wir unterhalten uns zum Thema Hecke. Servus Hans, servus Stefan, schön, dass wir da sein dürfen heute bei euch. Es geht ums Thema Hecke in dieser Folge von Partnern der Natur. Erzählst du mir bitte kurz, wer Sie eigentlich sind? Ich bin der Hans Laumer, ich bin Bürgermeister der blühenden Gemeinde Zandt. Blühende Gemeinde deshalb, weil wir uns mir diesen Nachhaltigkeitsgedanken in der Gemeinde stark verschrieben haben. Wir greifen sehr stark in die Natur ein und da haben wir uns einfach gedacht, wir müssen viel mehr zurückgeben für die Natur, nicht bloß immer im Rahmen von Ausgleichsflächen, sondern durchaus auch von weiteren Maßnahmen. Und darum haben wir jetzt da auch an der Hecke. Ich bin der Pöschel Stefan, ich bin der Juniorbetriebsleiter vom Pöschelhof. Bin gelernter Landwirt. Wir legen bei uns im Betrieb nicht bloß bei den Tieren, sondern auch bei der Bewirtschaftung unserer Flächen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität. Wie ist das Thema Hecke bei euch in der Gemeinde entstanden? Ja, es ist einfach so, wir entnehmen halt sehr viele Grundstücke der Natur durch unsere Infrastrukturmaßnahmen, Gewerbegebietsausweisung, Baugebiet brauchen wir, Straßen müssen wir bauen. Es gibt natürlich immer Ausgleichsflächen dafür, aber ich denke, das ist nicht genug. Und meiner Meinung nach kann man nicht wieder aus der Landwirtschaft Flächen entnehmen, sondern man muss zuerst einmal schauen, was haben wir. Da ist jetzt zum Beispiel bei der Hecke, die Hecke ist ja eh da. Da gibt es ja auch dieses Konzept dieser EDA-Flächen. Neben dem, was wir machen mit unseren blühenden Strukturen und Blühstreifen und so weiter, haben wir gedacht, Mensch, das ist eigentlich was, das, was wir da haben, das müssen wir bloß umsetzen, sodass halt vom Niederwild wieder genutzt werden kann. Wie ist das bei euch am Betrieb umgesetzt worden? Du hast ja gesagt, ihr achtet auf Nachhaltigkeit, Regionalität. Wie habt ihr die Hecken bei euch integriert? Also sie waren teilweise schon. Teilweise sind da neue Hecken entstanden, weil man halt gesagt hat, okay, es sind nicht alle Flächen so gut zu bewirtschaften, dass man mit den heutigen Geräten das auch bewirtschaften könnte. Deswegen sind wieder neue Hecken dazugekommen. Aber es werden natürlich auch Hecken auf der anderen Seite gepflegt, um mit marginellen Einsatz natürlich auch die Fläche zum Bewirtschaften zu können. Weil wir bewirtschaften also am Betrieb ungefähr 30 Hektar, ungefähr 22 Hektar, da ist Grünland, der Rest ist Ackerland. Und es wurden halt da Flächen, ich sage mal Dreiecke, wo man im Spitz draußen nicht mähen hat können oder kreiseln oder schwadern hat können, sowas verwendet. Oder Sachen, die was am Bach angrenzen, da man sagt, okay, man lässt ein bisschen Gehölz stehen am Bach, dass sie das da mehr ausbreiten kann. Ja, grundsätzlich ist es so, dass es ja verschiedene Stockwerke gibt, also so bildlich gesprochen in einer Hecke. Da gibt es unten gibt's diese Krautschicht, das ist eher das, was dicht ist, was auch nicht so hochwachsend ist. Und dann haben wir diese Mittelschicht, da wo eher die Sträucher dann drin sind, bis zu einer gewissen Höhe. Und dann ist das dritte Stockwerk, das sind dann die Bäume, die oben so rausragen. Und wir haben ja sehr stark vom Niederwild motiviert. Und da ist jetzt zum Beispiel so ein hoher Baum in einer Hecke drin nicht das Optimale, sagen wir so, weil da wieder der Greifwaffe sitzen kann. Ja, wir sind in einem der Modellgebiete der Wildlebensraumberatung in Bayern, in Gensdorf bei Straßkirchen, wo wir von der Wildlebensraumberatung unsere Maßnahmen umsetzen fürs Niederwild, wo wir Maßnahmen demonstrieren, wo man auch mal was probieren kann. Und da sind wir heute da. Und da möchten wir jetzt dann gleich da hinten unsere Heckenpflege probieren.
Also wir versuchen da bei dieser Heckenpflege schon immer auch das Knicken, so mit einzelnen Bäumen, dass wir die nur anschneiden auf einer Seite und dann mit dem Frontlader umdrücken, dass das bricht, dass das aber nach wie vor da eine Verbindung hat und der Saftstrom weiter gewährleistet ist in die Krone. Dann liegt nämlich das Material auf dem Boden und treibt weiter aus, da wachsen dann im Frühjahr wieder Blätter drauf und das wird eine super Deckungsstruktur, da wo ich wirklich das Niederwild da drin sauber verstecken kann. Hans, du hast uns ein Schild mitgebracht. Um was geht es bei dem? Ja, das sind Schilder, die wir unsere Landwirte überreichen. Da ist unser Motto drauf: Lebensräume verbessern, dadurch Wildtiere fördern und dadurch Mensch und Natur wieder verbinden. Diesen Schulterschluss, da erklären wir auch, wie wir das alles machen, was das für einen Sinn und Zweck hat. Also auch diese Fachinformationen liefern. Und natürlich erklären wir damit auch die Zusammenarbeit zwischen Jägerschaft, Landwirtschaft und der Wildlebensraumberatung. Und darum stellen wir da die Schüttel auf. Und somit wird die Öffentlichkeit auch mit darauf aufmerksam gemacht. Genau. Also die war vor, weil ich klein war, noch auch ziemlich klein. Was hat sich etabliert? Es sind Dornstauden gekommen, ist ein Schleerstauden gekommen, es sind Haselnussstauden gekommen, verschiedene Kirschbäume, Eichen, alles so durch die Bank. Was aber hauptsächlich fürs Niederwild, für die Hosen oder für Fasanen natürlich gut ist, ist irgendwelche Schleerstauden, Dornstauden, was sie einschlüpfen können, dass selbst sie haben gegen den Schutz. Ja, man darf grundsätzlich nur vom Oktober bis in den Februar pflegen. Ab 1. März, da haben wir jetzt unmittelbar davor, ist dann wieder vorbei. Da darf man dann einfach nicht mehr. Da geht es darum, weil dann schon wieder Vögel reinbrüten, ihre Nester bauen. Das ist auch meiner Meinung nach absolut notwendig, diese Schutzperiode, weil diese Heckenpflege ist auch oft so ein Anhängsel. Das macht man, wenn man Zeit hat. Also was wir die letzten Jahre festgestellt haben, ist, wir haben mal brutal viele Hasen. Also, was wir früher, als ich klein war, nicht so gesehen haben, Hasen haben wir ziemlich viele. Also, was man vielleicht daraus schließen kann, dass es mehr Hecken gibt oder auch die Hecken dichter sind, weil früher, einfach weil halt auf die Pflege besser aufgeschaut wird, das stellen wir schon fest. Für uns gibt es Zeitungsberichte aus dem Jahr 2006, wo wir schon mit so Blühflächen angefangen haben. Es meint mit dem Teufel, sage ich, wenn man da jetzt nicht irgendwann auch was gespüren darf. Ist auch viel Learning by Doing, dass man halt einfach merkt, Mensch, da haben wir es jetzt auch so gut gemalt. Nach dem Lehrbuch haben wir das wirklich gemacht, so wie es beschrieben ist, und stellen dann fest, naja, so toll ist das jetzt eigentlich doch nicht. Und da, wo wir jetzt vielleicht geschlampt haben, irgendein Material liegen lassen haben, da ist plötzlich was los. Aber man muss natürlich auch schon sagen, die Hecke bietet auch nicht an Wild irgendwelchen Schutz, sondern bietet natürlich die Landwirte einen Schutz. Winderosion, wenn der Acker brach liegt, bietet ja auch die Hecke Schutz. Also man hat auch nicht oder die Jäger Interesse daran, die Hecken irgendwo zu erhalten, sondern auch natürlich als Landwirt. Ne? Der Freistaat Bayern unterstützt das mit verschiedenen Förderprogrammen. Da gibt es eine Maßnahme speziell für die Heckenanlage, für die Bereitstellung dieses Grundstücks, für die Bepflanzung dieses Grundstücks. Dann gibt es ja noch eine Fördermaßnahme für die Pflege dieser Hecke, also dass das konzeptionell dann auch umgesetzt wird. Das ist zwar nicht ganz zu vernachlässigen von der Bürokratie her, aber es ist ein gutes Förderprogramm meiner Meinung nach, weil ich sage, irgendwann muss man es ja machen.
Und wenn ich sage, ich kann da dann auch noch ein Einkommen für den Betrieb generieren, dann kann es eigentlich nicht besser sein. Man darf nicht vergessen, die Hecke bietet irgendwo Heizmaterial. Also wir nutzen das dann bei unserem Betrieb als bei der Hackschnitzelheizung. Wir versuchen da eigentlich immer so, wenn wir mir ins Gespräch kommen, immer zum sagen, Mensch, lass ein bisschen Material liegen. Ich sage aber, leg einen Baumstamm quer hin und wirf so Ostmaterial drauf. Das ist wieder was, wo der Hose einschlüpfen kann, wo der Fasan einschlüpfen kann, wo Vögel drin breiten können. Also dieses Material, das eh wieder da ist, das nichts kostet, einfach auf der Fläche zum lassen, dass das auch Nutzen für die Tierwelt hat dann. Ihr habt es gerade schon gesagt gehabt, dass das Niederwild ja mehr jetzt wieder, vor allem Hosen hast du gesagt, angesiedelt hast. Mal abgesehen jetzt von den jagdlichen Einteilungen des Wildes, welche anderen Wildarten habt ihr vielleicht mal schon bemerkt, dass sie angesiedelt haben? Weil man darf auch nicht vergessen, eine Hecke besteht ja nicht bloß aus Gehölze, sondern es gibt auch mal kleine Natursteinmauern in einer Hecke oder generell Steine in der Hecke. Da siedeln sie natürlich auch Eidachsel, Insekten können sie von Grüche Zähne, die darf man halt auch nicht vergessen in der Hecke, sondern es geht natürlich auch ums Wild, aber Insektenlebensraum schafft natürlich eine Hecke auch. Also ich bedanke mich sehr herzlich bei euch zwei, dass ihr mir heute den Lebensraum Hecke in einer Gemeinde vorgestellt habt. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück im Stuhl und weiterhin viel Glück als Bürgermeister in deiner Gemeinde und hoffe, dass wir noch viele solche blühenden Flächen und Hecken aufblühen sehen dürfen. Vielen Dank.